Spanien, im Speziellen die autonomen Provinzen Andalusien, Murcia und Valencia wurden gestern und heute von schwersten Unwettern heimgesucht. Am schwersten scheint es die Provinz Valencia getroffen zu haben, wo es auch viele Todesopfer zu beklagen gab. Mindestens 13 Menschen, diese Zahl wurde aber bereits auf über 70 erhöht, sind bei den von der Dana verursachten Überschwemmungen in Valencia ums Leben gekommen, wie der Notfalleinsatz der Guardia Civil am Mittwoch bestätigte. Was aber versteht man unter einer sogenannten Dana? Die katastrophalen Sturzfluten, denen in Spanien mindestens 72 Menschen zum Opfer fielen, wurden durch ein zerstörerisches Wettersystem verursacht, bei dem kalte und warme Luft aufeinandertreffen und kräftige Regenwolken erzeugen. Das Phänomen ist lokal als Dana bekannt, ein spanisches Akronym für isoliertes Höhentiefdruckgebiet, und im Gegensatz zu gewöhnlichen Stürmen oder Böen kann es unabhängig von polaren oder subtropischen Jetstreams entstehen. Wenn kalte Luft über warmes Mittelmeerwasser weht, steigt heißere Luft schnell auf und bildet dichte, wasserreiche Wolken, die viele Stunden über derselben Gegend verweilen können und so ihr Zerstörungspotenzial erhöhen. Das Ereignis löst manchmal große Hagelstürme und Tornados aus, wie wir sie diese Woche gesehen haben, sagen Meteorologen. Ost- und Südspanien sind aufgrund ihrer Lage zwischen Atlantik und Mittelmeer besonders anfällig für das Phänomen. Warme, feuchte Luftmassen und Kaltfronten treffen in einer Region aufeinander, in der Berge die Bildung von Gewitterwolken und Regenfällen begünstigen. Der Dana-Sturm dieser Woche sei einer der drei heftigsten Stürme dieser Art im letzten Jahrhundert in der Region Valencia gewesen, sagte Ruben del Campo, Sprecher der nationalen Wetteragentur EMET. Die Vorhersagen stimmten mit dem überein, was tatsächlich passierte. Doch in einem Gebiet zwischen Utiel und Chiva in der Provinz Valencia überstieg der Niederschlag 300 Liter pro Quadratmeter. In diesem Gebiet bildeten sich Sturmsysteme, die sich ständig erneuerten, erklärte er. In der Stadt Paiporta, wo sintflutartige Regenfälle eine Brücke zerstört haben, wurden 4 leblose Körper gefunden, während in Torrent 5 Todesopfer registriert wurden. Die übrigen Verstorbenen wurden in Chiva, Cheste, Alfafa und Alcudia gefunden, jeweils einer. Eine neue Warnung des Warnsystems S-Alert an die Bevölkerung heute Morgen über Mobiltelefone fordert die Bevölkerung auf, jede Art von Straßenverkehr in der Provinz Valencia zu vermeiden, um sich vor starken Regenfällen zu schützen. Der Präsident der Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, kündigte am frühen Mittwoch an, dass angesichts der verheerenden Dana, von der insbesondere die Provinz Valencia betroffen ist, das Verfahren für mehrere Opfer aktiviert wurde, aber er wollte noch keine Zahl von Todesopfern bestätigen und bestand darauf, Straßenfahrten zu vermeiden, um die Rettungsarbeiten zu erleichtern. Dies wurde nach dem Treffen heute Morgen von den Leitern der verschiedenen an den Rettungsdiensten beteiligten Organe anlässlich dieser Dana erklärt, die auch zu Unterbrechungen der Telekommunikation und der Stromversorgung in weiten Teilen der Provinz geführt hat. Die schweren Maschinen sind an diesem Mittwoch in der Stadt Letur in Albacete eingetroffen, um nach der Überschwemmung, die am Dienstag einen großen Teil der Gemeinde betroffen hat, mit der Trümmerbeseitigung zu beginnen, während ein Gerät mit etwa 150 Personen die Suche nach den 6 Personen fortsetzt, die nicht gefunden wurden. Die Guardia Civil hat die ganze Nacht über mit Drohnen und Nachtkameras nach diesen Personen gesucht, und die Suche ist noch im Gange.